Moin, herzlich willkommen, liebe Wargaming-Freunde, bei JD's Wargaming World und meinem Paint-Vlog der Woche. Der erste Paint-Vlog von 2023 haben wir mittlerweile schon. Und da bin ich direkt mit neuen Armeen gestartet, weil ich ja meine letzten Armeen noch im letzten Jahr sozusagen abgeschlossen habe. Deswegen geht es jetzt mit neuen Figuren los und da hatte ich mich immer darauf gefreut. Das ist immer eine coole Motivationsschub, einfach mal wieder neue Farbschema auszuprobieren, was Neues zu machen. Und wir beginnen hier mit dem Imperium. Ihr seht hier zwei Regimente Schützenreiter, jeweils fünf Modelle, keinerlei Kommando. Das braucht man bei denen nicht wirklich, es ist leicht Kavallerie. Das heißt, Musiker ist nicht unbedingt notwendig, Bannerträger in dem Sinne auch relativ sinnlos, weil sie ja gar nicht in den Nahkampf sollen. Und ein Champion, ja gut, die 10 Punkte für den kleinen Bonus auf der Beschussfähigkeit ist relativ sinnlos. Also insofern, die sind am besten einfach so aufgestellt. Die Modelle sind historische Modelle, habe ich aus England gekauft. Da gibt es mehrere Hersteller von so verschiedenen historischen Modellen. Das ist Schöne ist, die passen fürs Imperium, für Bretonia eigentlich immer sehr gut. Da gibt es eben aus verschiedenen Epochen. Das hier ist wahrscheinlich 16. oder 17. Jahrhundert. 17. ist wahrscheinlich eher Schützenreiter. Das ein bisschen negative ist, die sind ein Tick kleiner, meistens auf einer klassischen 28mm Skala. Aber da die ja alleinstehend sind, fällt es überhaupt nicht auf. Das habe ich schon bei mehreren Figuren gemerkt, dass es einfach im Gesamtarmeebild so etwas gar nicht auffällt. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr schön, dass man einfach Varianz hat in den Truppen und kann euch dann auch empfehlen, wenn ihr mal etwas anderes fürs Imperium oder auch für Bretonia haben wollt, also alles, was so Menschen sind, dann kann man da wirklich tolle Modelle finden. Ja, Schützenreiter, hier Armee-Farbschema. Bei meinen Imperiumsarmeen habe ich immer ein bisschen Weiß drin. Das habe ich mir irgendwann mal als Regel gesetzt. Es gibt immer Weiß und meistens zwei andere Farben. In dem Fall, wie man schön hier sieht, Grün und Rot. Das heißt, man kann hier schön variieren. Und was ich hier gemacht habe, sind jetzt zwei verschiedene Regimente, dass ich die so ein bisschen invers gemalt habe. Also ihr seht jetzt bei dem linken Regiment hier, die sind übrigens relativ schwer, weil es Zinnfiguren sind, also dem vorderen mittlerweile. Grüne Hosen, rote sozusagen Bänder rund ums Pferd, also Sattel, Sattel sage ich schon, Zügel und dann auch ansonsten das Geschirr des Pferdes in Rot. Und bei denen habe ich es genau andersrum gemacht, rote Hosen, hier auch mit einer Contrastfarbe und dann eben grünes Geschirr. Ich habe bei denen hier braune Pferde gemacht, verschiedene Brauntöne, wie man hier schön sieht und hier schwarz, grau bzw. weiße Pferde. Das heißt einfach dadurch, dass schon wollte, dass klar ist, welcher Modell zu welchem Regiment gehört, habe ich die ein bisschen anders gemalt. Bei denen habe ich auch die genommen, hier bei den vorderen, die einen Helm aufhaben. Bei denen habe ich welche genommen, die nur einen Hut aufhaben. Das heißt, ich habe das schon so ein bisschen durchdacht sortiert. Ansonsten ist die Bemalung relativ ja, straightforward. Weiße sozusagen Oberteile habe ich gemacht in beiden Fällen. Grüne bzw. rote Hosen. Dann eben die Gürtel, die meisten haben, die hier so überkreuzt über den Rücken. Einmal rot, einmal grün, je nachdem sozusagen, wo sie gerade sind. Die Büchsen mit einem Holzschaft und dann einer Bronzerohr hier, beziehungsweise einem dunklen Metallrohr aus Lidbelcher hier. Ein paar Details gemalt, zum Beispiel hier diese Schwertgriffe mit Skull Crusher Brass, das heißt einem Messington. Dann habe ich noch ein, zwei hellere Grün- bzw. Rottöne verwendet. Das war sozusagen so grundsätzlich eher, ich sag mal, dumpfere Rot- und Grüntöne, sowas wie Wordbearers Red oder, was habe ich viel verwendet hier, Caliban Green, also sind eher dunklere Töne. Und dann aber sozusagen für so Highlights wie die Schwerter hier Mood Green oder auch den Schwertgriff, das Evil Sun Set, Evil Sun Scarlet, Evil Sun Scarlet, Evil Sun Scarlet, also ein sehr schön leuchtendes Rot. Insbesondere hier bei den Schwertscheiden von diesen Rittern, Schützenreitern, hier sehr schön. Das heißt, da habe ich dann sozusagen die grelleren Farben wirklich nur für Highlights verwendet, ansonsten eher dumpfere Farben. Ja, die Pferde entsprechend ein bisschen gehighlightet, Hufe gemalt und dann die Basengestaltung, seht ihr jetzt schon, ist eigentlich fertig. Wieso habe ich die jetzt schon vorher gemacht? Meistens male ich ja erstmal alle Figuren und mache dann die gesamte Armee-Basengestaltung. In dem Fall habe ich es andersrum gemacht, weil ich hier wieder mit echten Steinen gearbeitet habe. Hatte ich ja bei einer meiner letzten Armeen, die ich im letzten Jahr fertig gemacht habe, schon gemacht. In dem Fall habe ich aber erst Steine draufgesetzt und dann das Texture, das ist Stirland Battlemere, gemacht. Deswegen habe ich jetzt schon die Steine drauf gemacht, weil ich das wollte ich dann schon in einem machen, damit die Steine einfach sehr schön umfasst sind von diesem Matschboden und nicht eben oben drauf liegen. Das sieht dann einfach besser aus, wenn man das sozusagen so rum macht. Und ja,
Dadurch konnte man auch einfach so ein bisschen einarbeiten. Die sollen schon noch schöner rausstehen. Aber im Prinzip ist das schon der Boden. Ja, also relativ einfache Figuren zum Start dieser Armeen. War aber auch gut, um mal reinzukommen, um mal das Farbschema sozusagen einfach so ein bisschen auszutesten, zu merken, was funktioniert gut. Und da muss ich mich auch immer schon so ein bisschen rantasten, deswegen mache ich meistens ein bisschen einfache Armeen zum Start. Insofern bin ich jetzt ganz froh, dass ich die schon abgeschlossen habe. Oh, die sind echt, also Zinnfiguren sind toll. Hat man echt was in der Hand. Ich kann jetzt hier sagen, Schützenreiter des Imperiums, ein Regiment, ist fertig. Und Schützenreiter des Imperiums, ein Regiment, 5 Modelle, ist fertig. Ja, die kommen jetzt... Das war klar. Irgendwann mussten sie fallen. Alles fällt eines Tages. So, gucken wir mal, dass noch alles heil ist. Das ist der Nachteil bei Zinnfiguren, also Plastikfiguren, sind schnell zusammenzubauen. Die können mir auch mal auf den Boden fallen. Da passiert meistens nichts dran, wenn eine Zinnfigur... Irgendwie aus höherer Höhe fällt allein aufgrund des Gewichts und des Aufschlags ist meistens irgendwas abgebrochen, verbogen oder kaputt. Naja, das war es jedenfalls für die erste Session von der Bemalfront. Das war schon ein ganz guter Fortschritt. Ich habe dann noch weiter Sachen aufgebaut. Ich hatte euch ja im letzten Jahr schon gezeigt, dass als nächstes auch noch Hochelfen kommen. Die hatte ich schon aufgebaut. Es kommen außerdem eine Zwergenarmee. Ich mag Zwerge sehr gerne. Einfach cool. Stehen da, beschießen Leute. Sind krummelig bei Warhammer. Ich mag das. Haben wir jetzt 2 kleine Zwergenregimente, ein klassisches Regiment Armbrustschützen, 10 Stück. Das sind die Zwerge von Mantic. Mantic ist ja ein Hersteller, der ein System hat, das sich Kings of War nennt, was von der Modellgröße, von den Basen eckig etc. sehr ähnlich ist wie Warhammer. Ist eine relativ gute, etwas günstigere Alternative zu den Games Workshop-Figuren. Ich habe es jetzt nicht unbedingt wegen des Preises, sondern auch einfach wegen der Varianz gemacht. Ich fand die Figuren auch sehr schön. Guckt da mal vorbei, gibt es eigentlich bei jedem guten sortierten Tabletop-Händler und bieten für viele Völker coole Alternativen hier. Zwerge haben so eine ganze Reihe, Elfen gibt es da, Orks, Goblins, Ogre, also im Prinzip fast alles, was auch bei so ein paar Dämonen, was auch bei Warhammer 8. Edition gab. Und die sind eben noch verfügbar, lassen sich sehr gut dafür verwenden. Insofern eine sehr schöne Sache. Das zweite Regiment hier sind auch 10 Zwerge. Das sind Grenzläufer. Grenzläufer bei den Zwergen sind ja im Prinzip wie Armbrustschützen, nur mit allen Waffen. Also die haben Armbrüste, Zweihandwaffen, Einhandwaffen, Schilde, alles. Die habe ich jetzt in dem Fall mit einem Musiker gemacht, einfach für die bessere Formierung, damit sie ein bisschen mobiler sind, und einem Champion. Den Bannerträger habe ich mir jetzt gespart, aber die sollen ja auch viel schießen, aber die können auch im Nahkampf durchaus bestehen, gerade mit den Zweihandwaffen. Und ja, dafür sind sie da. Bannerträger braucht man da nicht unbedingt, die 10 Punkte habe ich mir gespart. Also 2 kleine, schöne Regimente, die dann auch demnächst in die Bemalreihenfolge kommen. Ja, das war's von der ersten Session und ich mache dann mal weiter. In der zweiten Session dieser Woche gehen wir nach Ultuan zu den Hochelfen. Ich habe hier eine tolle Einheit mit Kerneinheiten und einem Held, und zwar die Silberhelme der Hochelfen. Ist ja ziemlich cool, Hochelfen haben so, was Kerneinheiten angeht, mit den variabelsten, das variabelste Armeebuch, die variabelsten Möglichkeiten, Speerträger, Bogenschützen, die Seegarde, die ziemlich cool ist, Grenzreiter und eben Silberhelme, das heißt auch durchaus schlagkräftige Kavallerie im Kern, was ziemlich cool ist. Und ja, entsprechend habe ich die auch aufgestellt. Wir haben hier 11 Silberhelme mit einem halben Kommando, nämlich Bannerträger und Musiker. Den Champion, der hier in der Mitte ist, den spiele ich als Held, als Adligen der Hochelfen, kann man ja beides machen. Die Modelle ist eigentlich die geflügelte Kavallerie von Gamezone, die wirklich sehr hübsch ist. Ich finde Gamezone-Figuren da sehr cool. 2 Dinge, wo ich so ein bisschen, also zum einen sind die Pferde relativ groß vom Scale, also ist okay, aber man hätte sie einen Tick kleiner machen können. Gerade bei den Hochelfen, die ja eher filigran sind, Elfenrosse, mit die Tilma, Rossharnisch. Aber okay, das ist nicht schlimm, also gerade wenn die unter sich sind, macht es jetzt nichts aus. Das zweite ist halt einfach, diese Zinnfiguren, also die Speere hier sind mir bestimmt schon bei allen Figuren mindestens einmal, bei einer Figur bestimmt irgendwie 3-mal schon abgebrochen, wenn die einmal leicht umkippt, falsch aufkommt, wenn man einmal falsch drauf tut. Irgendwie hält da nichts, ich, keine Ahnung. Wenn ihr noch Geheimtipps habt, wie man das hinkriegt, und nein, ich möchte nicht einen kleinen Speerarm extra stifteln, dann wäre ich sehr willkommen, aber ich versuche es mit Sekundenkleber. Es hält meistens ganz gut, aber irgendwie diese Figuren
mit den langen Speeren, die mich hier genau im Arm festgeklebt sind, hier sieht man es auch ganz gut. Die haben da irgendwie so einen Sollbruchpunkt. Naja, jetzt halten sie alle, sind schön bemalt. Das Farbschema dieser Armee, wie man jetzt hier sehr schön sieht, ist weiß und gelb und natürlich Gold. Finde ich, sieht einfach extrem cool hochelfisch aus. Sehr pompös durch das Weiß und das Gelbe, keine weiteren Farben. Auch sonst habe ich einfach darauf geachtet, helle Metalltöne zu nehmen, viel Silber, viel Gold. Hier die Flügel hier zum Beispiel, die habe ich in Silber vorgemalt und dann mit einem leichten Goldschimmer mit dem Sigmarit als Trockenbürstton bearbeitet. Ich habe die ganzen Pferde in verschiedenen Farben gemacht, teilweise mit Contrasttönen, teilweise mit klassischen Layern und dann eben Shades. Zum Beispiel das hier ist eher Layer Shade, hier hinten ist Contrastton. Kann man beides ganz gut machen. Gerade für die Haare wirkt es natürlich auch im Contrastton sehr cool. Jedenfalls jedes Pferd in dieser Formation hat eine individuelle Farbe. Viele natürlich Brauntöne, ein paar Grautöne, Schwarz und der Held darf das weiße Pferd, das Schimmel, reiten. Ja, ansonsten, wie gesagt, weiß und gelb, hier die Umhänge von den Pferden mit weiß gemacht, dann die Falten entsprechend schattiert mit dem Averted Carry White, dem Contrastton, gelbe Umrandung, da habe ich ein etwas sanfteres Gelb genommen, das Ethereal Yellow. Ich hätte mir auch das Flash Gips mitgenommen, das ist so ein bisschen härter, weil greller. Ich habe das am Ende nicht verwendet, auch nicht beim Held, ich habe es mir mal mitgenommen und überlegt, vielleicht irgendwelche Highlights. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich fand jetzt in dem Fall, da das Gelb ja ziemlich die einzige Farbe ist, ne, neben Weiß und Silber und Gold, das ist ein bisschen zu grell. Also insofern, das Flash Gips, ein toller Ton, insbesondere wenn man es kombiniert. In dem Fall war mir das Weiche, das das Uriel hat, ein bisschen lieber, aber Nuancen. Ja. Ansonsten mit Arbalet Sunset hier dieses Geschirr von den Pferden gemacht, auch helle lederne Stiefel mit dem Tau Light Ochre, also einer Taufarbe. Ist bei 40K sind die Tau so ein Space-Volk, die irgendwie dem großen Kollektiv zu beten oder ähnliches. Da bin ich nicht ganz so bewandert. Ja, goldene Speerspitzen, aber mit silbernen Klingen oder sozusagen silbernen Schärfen hier. Ansonsten die gelben Tücher auch um die Speere gewickelt oder die Lanzen, die ich in einem Screaming Skull, also im Knochenton gemacht habe. Das kann auch als heller Holzton verwendet werden und das sieht ziemlich cool aus. Also gerade hier in dem Fall wollte ich definitiv helles Holz, ist nicht ein, zum Beispiel irgendwie ein Rhinox-Halter oder sowas Dunkles. Das sollen ja einfach alles strahlend hell, hochelfisch sein. Ja, den Musiker finde ich besonders cool hier mit so einer Harfe. Das sieht wirklich sehr schnieke aus. Und auch der Standartenträger natürlich sehr cool mit dem silbernen Banner. Ja, also insofern wirklich schon ein schöner Start. Rotes Highlight hier noch auf den Edelstein. Und dann kann ich schon mal sagen, 11 Silberhelme, bzw. geflügelte Kavallerie mit Musiker und Standardträger sind fertig. Ja, wir haben natürlich noch einen Highlight, den Held. Das ist eigentlich der Champion dieser Einheit. Der fände ich aber Arsch und so besonders, dass man ihn auch gut als Adligen spielen kann. B hat es dann auch punktemäßig ein bisschen besser reingepasst. Und jetzt habe ich hier diesen schönen Held, den ich insgesamt einfach ein bisschen anders gemalt habe. Ich wollte ihn davon abheben von den anderen Truppen. Entsprechend habe ich ihn deutlich goldener und noch gelber gemalt. Die Flügel hier in dem Fall Gold, sowohl oben als auch unten. Den Umhang hier hinten mit einem gelben Contrastton, auch sonst hier gelb, da hatte ich bei den anderen Reitern grau verwendet, den Zügel ein bisschen mit Gold umrandet, hier das Gold umrandet. Das ist insofern ein bisschen pompöser, dafür die Kleidung von dem Ritter oder von dem Adligen komplett weiß, nur hier die Schattierung hervorgehoben, ein leicht gelb schimmerndes Schwert genommen, Schild ansonsten gleich, graue Haare, Highlights einfach ein bisschen pompöser. Fand ich eine ganz coole Sache. Geht definitiv durch als Adliger, weil er auch einfach noch mehr Verzierung am Pferd hat. Finde ich, passt dann ganz gut. Insofern kann ich auch da sagen, hier Adliger der Hochelfen ist damit fertig. Das war's von der Malfront diese Woche. Ganz gut vorangekommen. Zwei neue Armeen gestartet. Imperium und Hochelfen. Zwerge habe ich ja schon gebaut, hatte ich in der Session 1 gezeigt. Was habe ich noch gebaut? Ich habe dann meine vierte Armee, die ich jetzt malen werde. Ich male wieder vier Armeen, weil zwei relativ klein sind. Und zwar haben wir hier Vampirfürsten. Und zwar genauer gesagt 10 Gruftghule. Eher ein kleines Regiment Gruftghule, die so ein bisschen zum Ablenken da sind. Ich werde in der Armee dann auch noch ein großes Regiment haben. Das muss ich aber noch fertig zusammenkleben. Jedenfalls schon mal das kleine Regiment mit 10 Gruftghulen. Und dann nochmal 3 Gruftschrecken. Sehr schöne Sache. Bisschen stärkere Infanterie,
kleine Regimente, die ich dann malen werde, die Clash Games Workshop-Figuren, in dem Fall aus dem Starter-Set, das man dann zur Age of Sigmar kaufen konnte. Die habe ich natürlich auf die richtigen Basen, auf die eckigen gemacht. Also auf eine ganz coole Sache. Mal schauen, ob ich die nächste Woche schon schaffe. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Lasst jetzt gerne ein Like da und ja, wünsche ich euch auch viel Spaß. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer JD.